Also ich glaube, ich wäre am allerliebsten ein Kätzchen. Mein Kätzchen wäre ich am liebsten. Mein Gehirn macht langsam so bing, 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 bing. Und überall kommen so Glühbirnen um meinen Kopf. Hey Leute, was geht? Daniel hier bei Spielen mit Apps und Games. Und Leute, ich habe auf der Roblox-Oberfläche gesehen, dass dieser Pet-Simulator von vielen Leuten gespielt wird. Und ich dachte, hey, voll cool, ich wäre auch voll gerne ein Pet. Und deshalb werden wir heute mal gemeinsam zu einem kleinen, süßen, schnuckeligen Schnuffelpet. Ich liebe nämlich Tiere. Und deshalb wäre ich voll gern eins. Also ich glaube, ich wäre am allerliebsten ein Kätzchen. Mein Kätzchen wäre ich am liebsten. Weil ich weiß, wie es meinen Katzen geht. Und deshalb wäre ich gern meine Katze. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so voll viele Vorteile. So ein Delfin oder so ein Wal wäre halt auch einfach richtig cool. Einfach so durchs Meer schwimmen, schwibbel, die schwapp, schwapp, schwipp. Und dann so mit Dori reden und die dann nach Sydney bringen. Und dann, ja. Habt ihr Findet Nemo gesehen? Weiß nicht, war das gerade Riesen-Nonsens. Ja, also ich wäre gerne ein Tier. Schreibt mal in die Kommentare, welches Tier ihr gerne wärt. Und wenn ihr mehr von solchen lustigen Roblox-Videos sehen wollt oder lustige Mobile-Games oder generell Gaming-Videos, dann abonniert doch auch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Videos mehr von uns. Mhm. So, okay. Wir beginnen jetzt. Welches Pet möchte ich sein, fragt mich das Spiel. Ich kann ein Kätzchen sein, ein Hund und ein Häschen. Also da ist die Antwort ja klar. Ich bin ein Kätzchen. Natürlich bin ich ein kleines Kätzchen. Und dann brauche ich noch einen Namen. Ich heiße Danja. Ich dachte, ich bin die Katze. Habe ich einfach nur eine Katze? Ich dachte, ich bin die Katze. Ach, ich dachte, ich bin die Katze. Voll falsch verstanden. Naja gut, okay. Dann spielen wir das jetzt so, wie das Spiel ist. Seht ihr, so ist das nämlich. Wenn man sich sowas vorher nicht anguckt, dann rafft man tatsächlich überhaupt gar nicht, was abgeht, Leute. Also ich habe irgendwie so einen Kasten hier und das ist mein Kätzchen. Okay, und dann finden wir jetzt mal raus, was man hier noch so tun kann. Ich habe hier, okay, ich habe keine Rewards. Okay, das ist natürlich äußerst traurig. What? Wie viele Pets gibt's hier denn? Was ist denn hier los? Okay, alles klar. Und wie kriege ich die ganzen Pets? Wie kriege ich denn die jetzt alle? Muss ich da das auspacken? Ich glaube, ich muss das auspacken. Und wie bekomme ich das da? Muss ich dafür was spielen? Ich würde voll gerne was spielen. Ah, ich muss hier Münzen einsammeln oder was? Aha, okay. Also ich sammle hier quasi so Münzen ein. Münzis? Münzis? Münzis. Meine Katze sammelt... Ah, meine Katze sammelt Münzen ein. Ah. Ding, 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 ding. Ah, und umso mehr Pets ich habe, umso schneller kann ich Münzen abbauen. Umso. Aha, ich verstehe. Ah, jetzt. Mein Gehirn macht langsam so. Ding, 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 ding. Und überall kommen so Glühbirnen um meinen Kopf. Und das, es funktioniert langsam. Mein Gehirn funktioniert langsam sehr schön. Und es gibt auch gerade ein Halloween-Event hier. Was kann man da machen? Bin ich in der. Huch! Guten Morgen. Bin irgendwie gerade zu diesem Halloween-Event geschossen worden mit einer Kanone. Okay, alles klar. Komm mit, Kätzchen. Ist ein bisschen seltsam, dass die Katze jetzt genauso heißt wie ich. Aber so ist es eben. Die Katze heißt Danja und ich heiße auch Danja. Es ist so, wie es ist. Wie soll ich denn 25.000 davon bekommen? Ich habe eins. 25.000 ist hier und eins ist hier. Oder andersrum. Ich weiß nicht, wie ihr es gerade auf dem Bildschirm seht, aber das ist voll viel. 25.000 ist richtig viel. 225.000. Was? Wie bitte? Wer? Wo? Was? Entschuldigung? Wie soll ich denn da rankommen? Wie lange soll ich das denn spielen? Hör mal. Okay, ja, dann werde ich hier gleich mal gucken, wie ich hier an die Süßigkeiten komme. 525.000! Okay, da muss ich ja hier irgendwie einen Weg geben, um das zu bekommen. Oder? Es kann nicht sein, dass ich das einfach nur einsammeln muss. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Hallo, Kürbis, kannst du mir mal Dings geben? Nicht? Okay. Oh, cool, Leo. Oh. Also ich brauche voll viel Halloween-Candy und ich habe gar keine Ahnung, wie ich das bekomme. Wir müssen rausfinden, wie kommen wir hier an Halloween-Candy. Ich hätte einfach mal diese Schrift am Anfang vielleicht lesen sollen. Dann hätte ich das
bestimmt mitbekommen. Steht das hier vielleicht irgendwo? Ah, hier kann man sich voll viel kaufen. Aber wenn ich mir jetzt nichts kaufen will, dann muss ich ja auch irgendwie an die Sachen rankommen. Wird mir das hier erklärt? Irgendwie? Halloween-Event. Ja, Süßigkeiten, aber ich würde gern haben. Kätzchen, kümmere dich ja mal in der Zwischenzeit darum, Geld zu verdienen hier. Also, ich bin ein bisschen verwirrt von diesem Spiel, weil es ist im Prinzip, man kann sich halt Pets kaufen und dann kann man sich noch Eggs kaufen und die kann man dann auspacken. Das ist ja ein bisschen das Prinzip wie bei Adopt Me. Aber ich weiß halt nicht, wie ich jetzt hier zum Beispiel an dieses Halloween-Candy rankomme. Vor allem nicht an 525.000 Halloween-Candies. Weil, wie gesagt, 525.000 Halloween-Candies ist verdammt viel Halloween-Candies. Brauche ich dafür irgendwie einen anderen Rang? Muss ich das dafür weiter gespielt haben? Ist irgendjemand von euch Pet-Simulator-Meister und weiß das? Ich bin verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich wollte eigentlich, wisst ihr, ich wollte eigentlich ein Pet werden heute. Ich wollte eigentlich ein Pet werden, aber es ist anders gekommen. Und jetzt ist alles, was ich möchte, Halloween-Candy bekommen. Aber ich krieg kein Halloween-Candy. Ich habe ein Halloween-Candy. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das rechtmäßig bekommen habe. Ich habe eher so das Gefühl, dass das irgendjemand anders verloren hat. Und ich habe es dann einfach aufgehoben. Schwierig. Aber kann man in dem Pet-Simulator noch was anderes machen, als so Pets halt haben? Kann man mit denen auch spielen und so? Geht das? Wisst ihr das? Also es gibt hier noch ganz viele unterschiedliche Welten, in die man kann. Aber die habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht freigeschaltet am Anfang. Also hier diese Teleport-Dingsbums. Ich kaufe mal, dass ich überall mich hin teleportieren kann, okay? Ich habe jetzt gekauft, dass ich überall hin kann. Theoretisch. Hm? Okay, nur dahin, wo ich schon mal war. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich habe gerade einfach Geld verbraten. Bah! No way. No way. Habe ich gerade einfach Geld verbrutzelt. Und wenn ich dann halt so einen Rang hochkommen würde, jetzt bin ich noch Noob, dann würde ich hier eine Belohnung bekommen. Aber ich weiß nicht, welche. Also ich glaube, man schickt sein Pet hier hin und dann sammelt das halt hier so diese Coins ein, wenn ich das richtig verstehe. Aber wo bekomme ich Halloween-Candy her, Leute? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und man kann die Pets dann irgendwann Gold machen und so, das habe ich auch verstanden. Aber sonst habe ich noch nicht so komplett das Spiel gecheckt. Vielleicht habe ich es auch gecheckt. Und check es nicht. Man weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Seid ihr auch verwirrt oder kennt ihr das Spiel voll gut und sagt jetzt wieder, oh mein Gott, Daniel, du bist so dumm. Wie kann man so blöd sein? Das könnte ich auch total gut verstehen. Aber wenn ihr wisst, wo es Halloween Candy gibt, ob ich dafür einen Rang höher sein muss, ob ich dafür irgendein Minispiel spielen muss, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dann gucke ich mir das nämlich mal an. Und, meine Lieben, dann würde ich nämlich sagen, wenn euch das Video heute gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Ciao!